Leute, bewaffnet euch gut. Heute geht's nach Silent Hill und wir schauen uns in diesem idyllischen Städtchen ein bisschen genauer um. Hi Korns und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und jawohl, heute geht's um Silent Hill. Wir wissen ja alle, dass es ein Silent Hill 2 Remake in Kürze geben wird. Und dazu hat sich neulich der CEO vom Bloober Team zu Wort gemeldet. Er hofft, dass demnächst die Marketingkampagne zu dem Spiel startet, was eventuell bedeuten kann, dass es dieses Jahr schon so weit sein kann, dass wir das Spiel spielen können. Und im Rahmen dessen habe ich mir überlegt, was ist Silent Hill überhaupt? Und ich meine jetzt nicht die Spiele, sondern da kenne ich die meisten auf jeden Fall, sondern der Ort Silent Hill. Was ist das für ein Ort? Warum ist es verlassen? Warum ist es so dunkel? Warum rostet Silent Hill? Und warum ist es da so neblig? Oh oh, ich glaube, jetzt geht's los. Also ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, dieser Nebel wurde ins Spiel eingebaut, um die Renderdistanz ein bisschen zu kaschieren, weil dies keine vorgerenderten Hintergründe hatte, wie das zum Beispiel bei Resident Evil der Fall war, sondern in Echtzeit 3D gerenderte Hintergründe. Wusstet ihr, dass Silent Hill inspiriert wurde durch eine wahre Stadt, die es in Wirklichkeit gibt? Und zwar in den USA. Diese Stadt heißt Centralia und liegt im Bundesstaat Pennsylvania. Dort brach vor einigen Jahren ein Kohlefeuer aus und dieses Kohlefeuer brennt noch heute und wird noch einige Jahre weiter brennen. Heutzutage ist Centralia eine Geisterstadt, denn jeder, der dort einst lebte, ist weggezogen. Denn in Centralia sind einfach diese Dämpfe von diesem Kohlefeuer, raucht halt einfach, der Boden ist heiß und heute leben nur noch 5 Familien dort. Dieses Kohlefeuer brennt bereits schon 61 Jahre und es wird mindestens noch doppelt so lang weiter brennen. Aber nun, was ist Silent Hill überhaupt? Silent Hill ist in den Spielen ein idyllisches Städtchen, wo die Leute hinreisen, um zum Beispiel mit ihrem Partner ein paar schöne Stündchen zu verbringen. So wie das zum Beispiel bei James Dunderland der Fall war, zusammen mit seiner Frau Mary. Oder Harry, der Vater von Cheryl, die einfach nach Silent Hill reisen wollten, um einen gemeinsamen Urlaub zu haben, um einfach mal vom Alltag abzuschalten. In Silent Hill gibt es verschiedene Welten und das können auch nur ganz besondere Menschen eben sehen. Und auf diese Welten möchte ich jetzt einfach mal eingehen. Es gibt in Silent Hill zum Beispiel die Anderswelt. Und die Anderswelt in Silent Hill ruft diese Menschen, die etwas Dunkles in ihrem Herzen tragen. Etwas Dunkles im Herzen wird definiert mit einem Trauma, Ängsten, Schuld oder Ähnlichem. Das sind teilweise unterbewusste Gefühle, also zum Beispiel unterbewusste Ängste. Und das nimmt Silent Hill eben wahr und zieht dich dann rüber in die Anderswelt. Wir haben ja zum Beispiel James Dunderland, der nach Silent Hill kommt, um dann seine Bestrafung zu bekommen für das, was er tat. Ich möchte jetzt hier nicht spoilern, aber er hat etwas Böses getan und damit muss er sich jetzt hier in Silent Hill 2, auch im 2er Remake dann bestimmt, wird das genau gleich sein, konfrontieren und die Schuld in sich finden und sehen und sich damit einfach konfrontieren. Genauso ist es in Silent Hill 1. Harry fährt mit seiner Tochter Cheryl nach Silent Hill. Doch dort ist es anders. Nicht Harry hat das Dunkle im Herzen, sondern Harry wird gezeigt, was jemandem in Silent Hill passiert ist. Und diese Welten, durch die er geht, sind die Gefühlswelten der Leute, die leiden mussten. Es gibt zum Beispiel die Nebelwelt und das ist eigentlich immer die Welt, mit der wir das Spiel beginnen. Es ist immer neblig und das ist sozusagen Silent Hills normale Welt. Da gibt es auch erstmal keine Monster, erst im späteren Verlauf kommen ein paar Monster dazu. Dort hält sich das Ganze aber in Grenzen, da ist es nicht so krass brutal. Es ist dann, sage ich mal, wenn man es mit den anderen Welten vergleicht, noch die friedliche Welt. Und dann gibt es die Rostwelt. Und die Rostwelt, die werden wir immer betreten in Silent Hill, das ist dann diese Albtraumwelt. In dieser Rostwelt muss man sich quasi den Problemen stellen, die man unterbewusst oder bewusst eben wahrnimmt oder weggedrückt hat. Trauma, Ängste etc. In dieser rostigen Welt gibt es oft Gefängnisse, es ist blutig, es ist metallisch, wir haben diesen metallischen Klang. Die Musik ist echt heftig und macht einem zusätzlich die Psyche so ein bisschen schwer beim Spielen. Man hat klaustrophobische Gänge,
viele Türen, viele lange Wege. Es ist eine Einengung, es ist bedrückend. Das sind die Gefühle, die man in dieser Rostwelt so fühlt. Man nennt es zusätzlich auch die Finsternis. Im Vergleich zur normalen Alternativwelt von Silent Hill sind im Verhältnis deutlich mehr Gegner in der Rostwelt vorhanden. Es sind Gegner, die eventuell etwas mit dir zu tun haben. Zum Beispiel bei James Thunderland ist es oft die Nurse, hat einen tieferen Grund, weil er eben in seinem Leben sehr, sehr viel mit den Nurses zu tun hatte. Es sind immer Gegner, die etwas damit zu tun haben, was in deinem Leben eben passiert ist. Also es hat immer mit dir etwas zu tun, mit deiner tiefen, manifestierten Psyche. In Silent Hill 2 ganz explizit war der Pyramid Head der persönliche Bestrafer von eben James Thunderland. Und das ist das, was Silent Hill so gruselig macht. Jetzt hatten wir die normale Welt, das ist die Nebelwelt. Wir haben die Rostwelt und jetzt gibt's noch Nowhere. Und Nowhere ist die noch chaotischere Form der Rostwelt. Denn jetzt ist es so, dass er zusätzlich zu dem, was die Rostwelt so zu bieten hat, noch Türen haben, die zum Beispiel in ganz andere Bereiche und Stockwerke führen. Und jetzt überlegt mal, Orientierung zu verlieren ist ja auch so eine Hölle. Und man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist, wo kam ich her, wie komme ich hier wieder raus. Also das kann natürlich auch für Panik sorgen. Und das ist dann auch nochmal so ein stilistisches Mittel, dieses Nowhere, dieses Nirgendwo, das das Ganze nochmal viel, viel gruseliger macht. Diese Welten, so wie ich sie hier beschrieben habe, die haben sich aber in fortfolgenden Teilen ein bisschen geändert. Zum Beispiel ist die Albtraumwelt in Silent Hill 4 The Room ein bisschen anders, da sind es ja eher Räume. Und in Shattered Memories hat sich die Albtraumwelt auch ein bisschen geändert. Dort ist jetzt alles so ein bisschen bläulich, weil es ist eine Eiswüste, es ist alles kalt. Und das sieht man auch am Titelbild von dem Spiel, ist alles eingefroren. Und das kann natürlich auch metaphorisch wieder für die kalten Gefühle sprechen und Kühle. Kann auch sehr, sehr gruselig sein. Aber ich finde natürlich so Stahl und Gefängnisse und oh, sowas finde ich natürlich sehr, sehr heftig. Und Orientierungsverlust, ganz, ganz schlimm. Ja, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Albtraumwelt euch mehr Angst macht. Die Albtraumwelt aus Shattered Memories, also eher so eisig, oder eher dieses rostig, feurige, blutige. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war auf jeden Fall mal meine Ausführung zu Silent Hill. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen wieder etwas Neues erzählen und ich habe euch ein bisschen heiß gemacht auf die Spiele, denn die sind saugeil auf jeden Fall. Wer die noch nicht gespielt hat, unbedingt mal ein Let's Play anschauen oder selbst erleben. Ich für meinen Teil, ich kann Silent Hill nicht länger als 2 Stunden spielen. Ich werde da so richtig depressiv, weil das Spiel, das zieht dich richtig in diese Welt rein und die ist so dunkel und anstrengend und ja, also mich nimmt das richtig mit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch Silent Hill mitnimmt, ob euch das auch noch heute berührt, ob ihr es schon so oft durchgespielt habt, dass es euch gar nicht mehr berührt. Hey Cons, Update aus dem Schnitt. Ich habe erfahren, dass die State of Play morgen stattfinden soll. Und zwar am 31.01.24, 23 Uhr geht's los. Und ein Leaker hat gesagt, dass es morgen wahrscheinlich die Silent Hill 2 Remake News gibt, auf die wir schon so lange warten. Ich werde auf jeden Fall morgen den Stream anschmeißen auf YouTube und Twitch. Wir fangen um 20.30 Uhr an, beenden erst den Chris Run und dann ab 23 Uhr warten wir auf die Silent Hill News, die hoffentlich kommen. Wir sehen uns und jetzt weiter im Video. So Leute, das war es auf jeden Fall jetzt von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir sehr gerne mit ein paar Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Falls ihr solche Stories in Zukunft nicht verpassen wollt, lasst mir sehr gerne ein Abo da. Das würde mich wahnsinnig unterstützen. Und ansonsten sehen wir uns sehr, sehr bald wieder hier auf diesem Kanal. Sei es mit Streams oder mit einem neuen Video. Und bis dahin, Leute, macht's gut. And don't forget, unique.